Die Freiszene in Köln ist international divers. Es gibt sehr, sehr viele Theaterhäuser, Gruppen und auch EinzelkünstlerInnen, die in Köln arbeiten und die erfolgreich arbeiten und die oft außerhalb von Köln sogar noch erfolgreicher sind als hier in Köln selber. Ja, es gab einen Moment, der intensiv war, als ich meine Freundin zu ihrem ersten Theaterbesuch mitgenommen habe. Ich glaube einfach, dass sie nicht damit gerechnet hätte, wie wichtig ihr ist, was sie da jetzt sieht. Als sie dann in der Vorstellung war, ist sie einfach sehr emotional geworden. Im Theater erlebe ich reale Menschen. Es gibt nichts Vergleichbares. Ich bin Manuel, ich bin 45 Jahre. Ja, ich bin Winnie. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin Hans, ich bin 96 Jahre alt. Ich bin Andrea, 53 Jahre alt. Ich bin die Svenja und ich bin 34 Jahre alt. Mein Name ist Susanne und ich bin 50 Jahre alt. Hallo, ich bin Manuel, ich bin 27 Jahre alt. Also Theater ist auf jeden Fall ein Sprachrohr für die Spielenden, aber auch für die Zuschauenden. In meiner ganz persönlichen Wahrnehmung ist Theater, Tanz, Kultur im Allgemeinen wirklich etwas, was Menschen zusammenhält. Es gibt wenige Orte, wo Menschen ein Erlebnis an einem Ort gemeinsam haben und danach darüber reden können, sich austauschen können, vielleicht Gedanken angeregt werden. Kunst und Kultur ist im weitesten Sinne positiv bewertet sinnlos, insofern, dass wir natürlich nicht den Wert messen können sofort, weil ich glaube, dass Kunst und Kultur in erster Linie ein wahnsinniger Zugewinn ist, was das Menschliche angeht. Kunst bringt Menschen zueinander und näher zueinander. Ich bin vor 15 Jahren circa nach Köln gekommen, weil ich gerne Tanz studieren wollte und war dann längere Jahre im Ausland, mehrere Jahre, aber dann hat Köln die freie Szene und das ganze Kunstumfeld mich quasi wieder zurückerobert und dann bin ich wieder zurückgekommen. Also ich glaube, Köln ist so eine tolle Stadt, dass es unheimlich viele Theaterschaffende, Tanzschaffende oder Zirkusschaffende in dieser Stadt bereits gibt. Die Frage ist, wie können wir es schaffen, dass die auch Lust haben, hier zu arbeiten? In meinem Jahrzehnt im Ausland habe ich leider nicht viel gehört über Köln als Kulturmetropole. Das ist in den letzten Jahren ist es immer mehr geworden. Es gibt so unglaublich viele schöne Kunstwerke, die hier entstehen und teilweise auch schon in andere Städte und international touren. Aber das Image kommt noch nicht wieder zurück nach Köln. Touristen kommen nach Köln, nicht nur wegen des Doms, sondern sie kommen nach Köln, weil sie ein Gesamtpaket schnüren können, weil sie wissen, hier wird an allen Ecken und Enden was geboten und die Vielfalt ist da. Köln als Standort an sich liegt einfach in Deutschland und generell in Europa wunderbar mit der westlichen Anbindung, den Zentren, den Ballungsräumen um Köln rum. Das ist eine sehr gute geografische Lage. Unser Markenzeichen ist die freie darstellende Kunst, die ist in dieser Stadt wahnsinnig groß vertreten, von großer Qualität und dass wir das quasi werbewirksam nutzen würden und dementsprechend auch ausbauen. Wir nutzen die Technik des Fliegens, um damit Geschichten zu erzählen. Ja, Orte finden für Flugtheater ist tatsächlich kompliziert. Am liebsten haben wir eine Deckenstruktur, wie sie oft in alten Industriehallen zu finden ist, wo wir einfach schon dran hängen können. Deswegen halten wir uns ganz viel drüben im Rechtsrheinischen auf, in Kalk, in Mülheim, wo es diese Hallen noch gibt oder zum Teil auch einfach noch gab, weil sie mehr und mehr abgerissen werden. Also die Bedeutung von einem Kreationszentrum zeitgenössischer Zirkus für die Stadt Köln ist überhaupt gar nicht zu unterschätzen. Es wäre die einzige Stadt in ganz Deutschland, die diese vierte Sparte zeitgenössischer Zirkus mit einem Haus belegt, mit einem eigenen Haus belegt. Und diesen Schritt, den ist noch niemand in Deutschland gegangen. Das wäre quasi so eine Vorreiterfunktion, die die Stadt da einnehmen könnte.
Momentan gibt es in Köln keinen großen Ort, an dem man unter guten Bedingungen produzieren und arbeiten kann. Daran ist gebunden unser Wunsch, diesen Ort zu finden, diesen Ort zu entwickeln, um auch eine Perspektive für Köln, für die Kultur in Köln zu haben. Aber es wäre schön, wenn wir sozusagen die Menschen, die wir hier haben, wenn wir die auch auf den Bühnen hier sehen können. Und das hat viel zu tun damit, dass die freie Szene extrem unterfinanziert ist. Also wenn wir uns angucken, prozentual gesehen, hat die freie Szene einen sehr, sehr kleinen Anteil am Gesamtkulturhaushalt und auch immer noch einen kleinen Anteil gesehen zum Beispiel zu den Bühnen der Stadt Köln. Obwohl wir inzwischen genauso viele Zuschauer ziehen. Ja, die öffentliche Hand muss anerkennen, dass das Theater nicht einfach ein Spaß oder ein Vergnügen ist, sondern dass das Theater eine erzieherische Wirkung hat. Das Theater ist so eine wertvolle Einrichtung, dass es eigentlich nicht davon abhängen dürfte, wie zahlungskräftig jemand ist, ob er sich's leisten kann. Ja, eine solide Theaterförderung ist natürlich essentiell, weil es einfach ein unglaublich wertvolles kulturelles Gut ist. Also die Szene der freien darstellenden Künste in Köln ist riesig. Diese Szene ist durchaus, wenn auch, ein weicher Standortfaktor. Also es gibt Menschen, die ziehen in diese Stadt, weil es hier so eine lebendige freie Szene gibt. Und um weiterhin die Möglichkeit zu haben, nicht teurer zu werden, um weiterhin die Möglichkeit zu haben, dass viele, viele unterschiedliche Menschen, egal wie viel sie verdienen, Kunst und Kultur nutzen können. Dafür brauchen wir Kulturförderung und dafür brauchen wir auch mehr Kulturförderung. Das bewirkt vor allem für Köln, dass wir eine stärkere Position beziehen können und eine stärkere Position in der Kunst bekommen, dass wir auch internationales Publikum bekommen, dass wir im internationalen Raum einen Namen bekommen, beziehungsweise dass öfters auch mal, wenn an zeitgenössischen Tanz gedacht wird, auch an Köln gedacht wird, auch an die Kölner freie Szene, an kleine Theater, kleine freie Institutionen in Köln. Was ich persönlich erlebt habe, ist, dass viele von meinen KollegInnen sich entschieden haben, wegzugehen, weil es hier nicht genügend Raum gibt, um weiter zu wachsen. Und dafür brauchen wir mehr Gelder, wir brauchen eine Erhöhung des Kulturetats. Und nur damit können wir eigentlich eine Zukunft schaffen, die langfristig erhaltbar ist. Ich würde mir eine gesicherte Ausstattung wünschen. Ich würde mir Arbeitsbedingungen wünschen, die dem entsprechen. Wir haben immer noch kein freies Zentrum für die darstellenden Künste. Ich würde mir wünschen, dass es auf Dauer, das war schon mal mein Vorschlag, den ich gerne wiederhole, dass die Trennung zwischen freier Szene und städtisch geförderten Strukturen aufgelöst wird. Dass wir uns wirklich gesamt aufstellen als Stadt der Künste. Das fände ich toll und erstrebenswert. Ich glaube, in Köln brauchen wir vor allem eine gute Kommunikation zwischen Politik, Verwaltung und der freien Szene. Wir brauchen die politische Unterstützung, die gesellschaftliche Unterstützung. Ich finde es super spannend, jetzt zu schauen, wie können diese Konzepte vielleicht auch in Köln ankommen und wie können wir Köln so konzipieren, dass es eine internationale Strahlkraft bekommt. Wir dürfen nicht mehr über den Mehrwert von Kunst diskutieren, sondern dieser Mehrwert von Kunst muss einfach allen sofort klar sein. Arme Gesellschaft, die kein Theater hat.